Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe heute mal wieder ein Favoritenvideo für euch. Habe ich ja schon länger nicht mehr abgedreht. Und ich habe ein paar Produkte gefunden in meiner Sammlung, die ich momentan sehr, sehr gerne verwende. Es sind ein paar Pflegeprodukte dabei, es sind ein paar Beauty-Produkte dabei. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los mit dem Video. Als erstes habe ich hier von Fa die Shower Secrets vom Shanti Tan. Duschcreme, Mandelmilch und Wassermelonduft. Die kam ja, glaube ich, letztes Jahr im Oktober, meine ich, raus. Und habe ich jetzt erst verwendet oder angefangen zu verwenden vor kurzem. Und es ist auch schon ziemlich viel raus. Also viel ist nicht mehr drin. Und ja, das ist ein Duft, der nach Mandel und Wassermelone riecht. Und Leute, der riecht so lecker. Einfach so ein bisschen warm durch diese Mandelnote und Wassermelone so ein bisschen frisch. Ganz, ganz, ganz toller Duft und kann ich euch nur empfehlen. Mag ich sehr, sehr gerne. Und was auch noch toll ist, das Produkt trocknet die Haut nicht aus, was ich echt mega finde. Und ja, ich glaube, die gibt es auch noch und ich werde mir definitiv noch ein Backup sichern. Ja, eine Handcreme hat sie meine Favoriten geschafft und zwar von Altera, die I Love Fruits Hand- und Nagelcreme Bio Himbeere. Und das riecht 1:1 wie Fruchtzwerge. Einziger Negativpunkt ist, wenn man die falsch aufmacht, hat man ganz schnell hier die Sauerei im Deckel, weil die sehr, sehr flüssig ist. Man braucht nicht viel für die Hand. Sie lässt sich gut verteilen, sie zieht schön ein in die Haut und man hat nicht dieses eingecremt Gefühl. Also sie ist sehr, sehr angenehm auf der Haut und wirklich so nach 2-3 Minuten ist die komplett weggezogen und ja, mag ich sehr, sehr gerne. So. Ja, bleiben wir bei Pflegeprodukten und da habe ich hier von Vichy das Mineral 89. Und da lese ich euch jetzt mal schnell von der Seite vor, was das Teilchen kann. Mineral 89, der Hyaluron-Boost mit Soforteffekt für eine aufpolsternde, geglättete und mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Mit nur 11 Inhaltsstoffen und der Sicherheit einer reduzierten Formel im Mineral 89 besonders auch für empfindliche Haut geeignet. Stand es jetzt gerade? Hier steht auch noch dabei, was Hyaluron kann. Und zwar, Hyaluron ist einer der beliebtesten Anti-Age-Wirkstoffe und besitzt die Fähigkeit, relativ zu seiner Masse sehr großen Menge an Wasser zu binden. Bis zu 6 Liter Wasser pro Gramm. Die hohe Konzentration an Hyaluron in Mineral 89 wird besonders hydratisierend, polstert Falten in kurzer Zeit auf und verbessert die elastischen Eigenschaften der Haut. Vichy Thermalwasser enthält die höchste Konzentration an 15 natürlichen Mineralien. Es bringt den pH-Wert ins Gleichgewicht, nährt und stärkt die Haut und macht sie auf diese Weise widerstandsfähiger gegenüber Angriffen von außen. Ja, ich habe ja eine sehr, sehr trockene Haut und ich muss schon sagen, dass seit ich dieses Produkt verwende, ich das Gefühl habe, dass meine Haut nicht so trocken ist. Sie pflegt gut die Haut, sie fühlt sich echt gut an, nachdem ich es verwendet habe. Also ich mag dieses Produkt sehr, sehr gerne und man sieht ja auch, ich habe es schon fast aufgebraucht. Man braucht nicht viel, 1-2 Pumpstöße reicht komplett aus, um das ganze Gesicht und den Hals einzucremen. Und ich mag dieses Produkt wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ein Produkt, was ich aus der Look Fantastic Box habe, ist von Omoro Viza Budapest, dieser Balancing Moisturizer. Und der ist ja nicht gerade günstig, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich den aufgebraucht habe, ich mir den nachkaufen werde. Und zwar kann man ihn super als Primer verwenden. Er pflegt die Haut nochmal, er gibt auch nochmal Feuchtigkeit, hält die Feuchtigkeit in der Haut, was natürlich für ein Alltags-Make-up, wenn man den ganzen Tag Make-up trägt, super ist. Und ich mag den echt gerne und er riecht richtig lecker nach Kräutern. Und ja, ein ganz, ganz tolles Produkt und ich mag den echt super gerne. Von MAC das Fix Plus in Lavendel. Seht ihr das? Also ich habe es schon wieder fast aufgebraucht. Ich mag dieses Spray einfach so gerne und es riecht so lecker nach Lavendel. Richtig angenehm, nicht zu intensiv nach Lavendel, sondern einfach so lecker frisch nach Lavendel. Ganz, ganz toller Duft. Ja, den Monat haben mich sehr die teureren Produkte, die ich mir in letzter Zeit geleistet habe, angesprochen. Unter anderem auch dieses Kerastase
Ja, ich spreche es gar nicht aus. Hängt noch ein Haar dran. Das ist dieses Blumenschaum, der liegt ja bei 25 Euro, aber der ist so gut. Die Haare fühlen sich, wenn ich den drin habe, so geschmeidig an, so gut gepflegt und haben Volumen und haben Fülle und schauen einfach schön aus. Und das macht dieses Mittel und ich glaube, ja, es ist schon einiges raus. Also ich habe es fast täglich verwendet. Heute habe ich es jetzt mal nicht drin, weil ich gestern Abend geduscht habe. Und ja, ich finde es so mega, mega gut und ich liebe es. Also wirklich ganz, ganz tolles Produkt und ich werde es mir definitiv nachkaufen. Noch ein Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, ist von Garnier Skin Active, das Mizellenreinigungswasser All-in-One für trockene und empfindliche Haut. Das verwende ich auch momentan zum Abschminken der Augen, weil ich das momentan sehr, sehr, sehr gut vertrage. Es brennt nicht, es tut nicht weh auf der Haut, es trocknet die Partie nicht aus und ja, deswegen momentan verwende ich das auch zum Abschminken von den Augen. Ich habe ja von Avène mal so eins auch gekauft, das vertrage ich momentan nicht, kann ich momentan nicht verwenden, weil mir dann sofort die Augen brennen, aber hier nimmt gutes Make-up runter und ja, mag ich momentan sehr, sehr gerne. Von Microcell, der Nail Repair, der 2000, der standardmäßige, finde ich mega gut. Und ich habe den jetzt, glaube ich, 2 Wochen genauso nach Anleitung genommen. Also den ersten Tag auftragen, den zweiten Tag auftragen, am dritten Tag ablackieren und wieder neu auftragen. Und der ganze Prozess halt circa 2 Wochen. Und ich merke schon einen gewaltigen Unterschied. Also es ist wirklich so, dass meine Nägel wieder fester sind, sie splittern nicht mehr so komisch ab, dass ich dann immer so Ecken weg habe. Und ja, tolles Produkt und ist ein kleines Wundermittel, also muss man jetzt schon echt sagen. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall weiterverwenden, nochmal so 2 Wochen. Und dann gucken wir mal, wie die Nägel dann am Ende sind. Ja, die letzten Tage war es ja wieder wärmer und ich stehe eigentlich total auf schwere Düfte. Aber zum Sommer hin, also wenn es wärmer ist, mag ich sehr, sehr, sehr gerne von Jill Sander. Nicht das normale Sun, das ist mir fast schon wieder ein bisschen zu viel, aber das Sun Delight. Und es riecht so lecker. Es hat so diesen Sun-Duft, aber nicht so extrem. Und einfach richtig lecker. Und ja, auch der Flakon ist richtig schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Und es ist auch nicht mehr viel drin. Ich werde mir definitiv nachbestellen. Und ja, der reicht dann eine Ewigkeit und ich bin nicht sparsam damit. Also ich sprühe, wenn ich sprühe, richtig ein. Also wirklich all over. Und ja, deswegen mag ich den sehr, sehr gerne. Der, glaube ich, kostet 20 Euro oder so, sind dann, wie viel Milliliter? 100 Milliliter sind da drin. Also kann man sich nicht beschweren. Ganz, ganz toller Duft. Liebe ich und wird nachgekauft. Ich hatte euch ja die Produkte gezeigt in einem Haul von Love, die Eyebrow Pomade in der Farbe 100. Das ist diese hier, die trage ich auch heute auf den Augen. Ich finde die ganz toll. Und hier haben wir so ein Duo drin, also einmal das, die Augenbrauenpomade und einmal so ein Highlighter. Der ist natürlich auch mega schön, trage ich auch heute unter der Augenbraue. Ganz, ganz, ganz tolle Highlighter. Und ja, ich mag das Produkt echt gerne und habe ja wirklich ein Schnäppchen gemacht für mit 5 Euro. Und ja, liebe ich. Genauso für mein Alltags-Make-up, diesen Stift hier. Oder was heißt Stift? Dieses Gel. Da habt ihr einmal diese Seite und einmal so ein Gel, dass es fest bleibt. Und auch das mag ich sehr, sehr gerne, einfach um meine Augen ein bisschen Farbe zu geben. Weil momentan ist ja meine Haarfarbe noch ein bisschen dunkler. Und ja, irgendwann soll es auch blond werden. Dauert aber noch, also ich lasse es ja wirklich rauswachsen. Und ja, für mein Alltags-Make-up, wie gesagt, mag ich den sehr, sehr gerne. Es geht schnell, es sitzt gut und einfach optimal. Auch für mein Alltags-Make-up ein Produkt, was ich sehr, sehr gerne verwende. Auch einfach in dem Hintergrund, dass ich ihn abends sehr gut abgeschminkt bekomme, ist von Avène die Mascara. Die sieht so aus. Und die hat hier so ein Bürstchen. Also so ein leicht geschwungenes. Damit kann man die Wimpern super trennen. Sie sind super schön getuscht, sind schön leicht und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ist auch nicht gerade die günstigste Mascara, aber ich finde, mit
Für mich eine der besten fürs Alltags-Make-up. Dann zu einem Produkt, was ich mir erst vor kurzem gekauft habe, ist von dem By Terry das Hyaluronic Hydra Powder. Verwende ich echt mega gerne, aber nur für unter die Augenpartie, also fürs ganze Gesicht wäre mir das ein bisschen zu teuer. Aber hier so unter dem Auge, ich habe echt Probleme mit trockener Haut und viele Puder, die ich verwende, viele Concealer, die ich verwende. Danach schaut meine Augenpartie aus, als wäre ich 100. Ja, und ich war halt echt lange auf der Suche nach einem Produkt und habe jetzt halt wirklich mal Geld investiert, habe 20% bei Douglas ausgenutzt und habe mir das gekauft und ich liebe es. Die Partie fühlt sich so weich an. Wenn ich abends mich abschminke und im Spiegel schaue, ist es nicht ausgetrocknet. Der Concealer sitzt noch da, wo er sitzen soll. Das Puder sitzt noch da, wo es sitzen soll. Und ich mag dieses Puder einfach sehr, sehr gerne und werde es mir definitiv nachkaufen, wenn es mal aufgebraucht ist. Aber ich denke, das dauert noch eine ganze Zeit lang, aber man braucht wirklich nicht viel. Und es ist sehr, sehr ergiebig. Und ja, aber wie gesagt, ganz, ganz tolles Produkt. Für alle, die wirklich eine trockene Augenpartie haben, kann ich das nur empfehlen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das ist etwas aus der Drogerie. Und zwar ist es von Manhattan, dieses Contouring Set. Das habe ich mir irgendwann letztes Jahr mal gekauft, weil ich das haben wollte und irgendwie da nicht verwendet. Ja, weil der Bronzer halt auch einfach nicht matt war oder matt ist. Und dann habe ich auch den Blush und den Highlighter nicht gegriffen. Heute trage ich allerdings den nicht. Heute trage ich den neuen von Essence, den neuen Blush von Essence, den neuen Bronzer von Essence. Und in der Palette ist auch ein Highlighter, also es sieht echt schön aus, gefällt mir richtig gut. Und ja, aber zurück zu dem Produkt, das habe ich halt wirklich im April sehr, 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 sehr gerne verwendet. Den Bronzerton, das ist halt so ein leichter, schöner Ton. Ist sehr buttrig, kann man schön verblenden, hat einen leichten Schimmer drin, was natürlich für den Sommer optimal ist. Für den Winter finde ich es halt einfach nicht so schön. Weiß auch nicht warum, deswegen habe ich den auch nicht verwendet, aber jetzt im April, wo es halt wärmer wird. Und der Blush, das ist halt auch so ein dezenter, ja, Peach-Ton, würde ich schon fast sagen. Glaube ich, sieht man jetzt hier in der Kamera nicht. Hat auch leichten Schimmer drin, ja, für den Sommer optimal. Und der Highlighter ist halt, es ist halt wirklich fürs Alltags-Make-up, es ist jetzt nichts, wo fürs Abend-Make-up, sondern wirklich fürs Alltags-Make-up ist es wirklich super geeignet. Und das ist der Highlighter. Und der macht halt einfach so einen schönen Schimmer auch nochmal auf die Haut. So einen schönen Glimmer, ist so leicht golden. Ganz, ganz toller Ton. Und wie gesagt, fürs Alltags-Make-up optimal geeignet. Und daher habe ich sehr, sehr, sehr gerne zu diesem Produkt gegriffen, wenn es um mein Alltags-Make-up ging. Ja, wie eigentlich fast alle Produkte, die ich jetzt in meinen Favoriten hatte. Und ja, nur Nasenkontur, wie hier hinten abgebildet ist, würde ich nicht machen. Nö. Ja, ihr Lieben, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich im Monat April super, super gerne verwendet habe. Wirklich ganz, ganz tolle Produkte und zu denen habe ich halt immer gegriffen, wenn ich gewusst habe, ich möchte was, was passt, was sitzt, was super funktioniert und was schnell funktioniert. Und ja, deswegen sind es auch meine Favoriten geworden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!